Dr. Philipp Biermann, noch nicht lange Chef der Rennleitung, aber bereits eine feste Größe. In seiner Art und Weise stets besonnen, behielt er vor allem im Startchaos vor dem Derby die Ruhe und packte mit an. Schon viele Jahre sind Ursula und Jürgen im Sport, gewannen mit Nikaron und Nutan auch zwei Derbys. In diesem Jahr holten ihre Nizza-Farben drei Grupperennen. Mit dem jetzt dreijährigen Alpenjäger stellt man sogar einen der aktuellen Derby-Favoriten. Ihr Gruppe 1 platzierter Nerik wird 2023 Deckhengst. Helmut von Fink gewann mit San Marco erstmals das deutsche Derby und erfüllte sich seinen Lebenstraum, holte zudem mit San Marco den großen Dallmayr-Preis. Am Ende sicherte sich sein Gestüt Park Wiedingen sowohl das Besitzer- als auch das Züchterchampionat. Manfred Ostermann. Nach 18 Jahren an der Spitze der Besitzervereinigung machte Manfred Ostermann 2022 Schluss und übergab das Zepter an Gregor Baum. Auch sportlich lief es für Ostermann, dessen Gestüt Ittlingen nicht weniger als 11 Black-Type-Siege feierte. Sascha Multerer und Christian Sundermann initiierten 2022 die neue 7-Gewinn-Wette und sorgten damit auch für starken Umsatz. Viele probierten sich an der Wette mit zum Teil hohen Einsätzen. Nach Wetten, dass die nächste neue Wette, die den deutschen Toto massiv unterstützte.